Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Röttgesbüttel. Das sind wir! Freiwillige Feuerwehr Röttgesbüttel zum Schaumangriff zur Unterstützung von Feuerwehr Willi vor! Das war mein Stichwort. Wir werden jetzt mit euch Schaummittel testen. Wir werden verschiedene Schaumintensitäten jetzt mal für euch durchgehen. Und wir schauen uns mal an, was wir heute mal zur Verfügung haben. Und zwar werden wir jetzt hier von rechts nach links mit diesen Netzmittel-Zumischer. Moritz, sag mal nochmal, wie es richtig heißt. Netzmittelkartuschen, schönen Dank. Von einem bekannten Hersteller. Das wir in Verbindung mit einem Hohlstrahlrohr jetzt betreiben. Mal mit B. Da kommen diese, ich nenne es mal Netzmittel oder Seifen. Kernseife rein mit Hohlstrahlrohr. Dann gibt es sowas auch noch für einen Schnellangriff. Nimm dieser Schaumpistole. Das ist aber auch nur für Netzmittel. Das ist kein Mittelschaumrohr oder so, weil hier diese Luftzufuhr nicht passt. Ne? Ihr werdet das gleich sehen, was das ist. Dann haben wir hier noch einen Schnellschaumblitz. Sogenannter Schnellschaumblitz hier der Ortswehr, die sie zur Verfügung haben. Gucken wir uns mal an. Bin ich selber ganz gespannt, was das kann. Und klassisch Z2, ne, also für C-Anschluss, Zumischer, für Schwerschaum und Mittelschaum, wenn wir den jetzt mal gleich mal einsetzen. Wichtig ist, wir müssen das natürlich auch üben als Feuerwehr, aber wir haben extra Übungsschaum, das ist extra so ein spezieller Schaumkanister, und wir sind hier auf einer Anlage, wo extra so ein Ölabscheider ist, also richtig so ein Abscheideverfahren wegen der Umwelt, muss man immer dran denken. Ne? Okay, gut, wir werden jetzt loslegen und ich bin ganz gespannt, was die Trupps uns hier vorführen können. Alles klar, los geht's. Wir schließen das jetzt an. Pfeilrichtung beachten, das ist der Durchfluss. Weil man muss hier auch in den Sieb reindrücken. Ne? In den Sieb kommt jetzt. Das ist keine Kerze, das ist Schaummittel oder Netzmittel. So, das werden wir jetzt mal ganz stumpf versuchen, mal vorne zwischen. Eben gerade kam der Hinweis, als ich gerade das reindrehen wollte, die Kartusche, sagte er Handschuhe. Und das ist auch wichtig. Das ist sehr kameradschaftlich. Das ist nicht unkameradschaftlich. Manche interpretieren das falsch. Wenn jemand einen korrigieren will, mein Hinweis, wenn jemand sagt, Willi, Handschuhe oder Willi, mach mal Visier runter, Willi, ne, dann ist das ein guter Kamerad, es ist eine Hilfe und wir sind auch nicht böse, bin ich dankbar. Und dann sage ich, mach ich mal bitte, ich habe gerade meine Handschuhe noch nicht angehabt. Ne? Richtig, ne? Alles klar. Wir haben jetzt vorne vorgesetzt. Wir haben jetzt sozusagen, wo der B kommt, haben wir jetzt vor den Verteiler gesetzt. Durchflussrichtung ist beachtet. Und wenn jetzt ganz normal einen C-Schlauch zwischenmachen und Hohlstrahlrohr ran und Attacke. Okay. Sonderrohre werden natürlich immer in der Mitte angeschlossen. Ist jetzt hier ein bisschen schwieriger Fall, weil dadurch, dass er die Kartusche vor dem Verteiler ist, sind im Grunde genommen alle drei Sonderrohre. Aber damit wir uns das jetzt gar nicht falsch angewöhnen, gehen wir in die Mitte in Sonderrohr. Ne? So, und wir haben jetzt da, schau mal, das Hohlstrahlrohr dran. Und würden jetzt einfach mal Wassermarsch geben und gucken, was da vorne rauskommt. Das sind die beiden Kameraden, die uns jetzt hier die Schaumvorführung machen. Das sind Michael und Philipp. Ne? Okay, und die geben jetzt richtig Gas. Kommt. Wassermarsch! Und wenn wir jetzt mal hier auf den Boden schauen. Also Netzmittel, nur noch mal ganz kurz, ist dafür da, dass man eine bessere Löschwirkung erzielt. Netzmittel bricht die Oberflächenspannung vom Wasser und das Wasser geht mehr in die Tiefe rein. Beim Strohbrand, beim Moorbrand, beim Waldbrand, Netzmittel, super. Ne? So, wir fahren jetzt mal mit 6 Bar. So, stell mal ein. Man hat natürlich so eine ordentliche Wurfweite und kann man gut mit arbeiten, oder? Wunderbar, ne? Wow. Wie gesagt, 6 Bar. Finde ich ganz ordentlich.
Ich würde vorschlagen, wir bauen jetzt mal die anderen Kartusche ein, ob das einen Unterschied macht. Ihr merkt euch das mal so ein bisschen, ne? Okay. Dann können wir da nochmal rausnehmen und hier mal reinpacken. Genau, dann bauen wir die jetzt hier vorne ran. Ein bisschen raus und zurück. So, wir haben jetzt mal die Kartusche vor dem Verteiler rausgenommen. Haben sie jetzt hinterm Verteiler am Sonderrohr eingebaut. Bin ich mal ganz gespannt, ob es einen Unterschied macht. Innen drin dieser Seifenkern, diese Zumisch, ja, Seife, war natürlich noch wie neu. Die haben wir jetzt einfach hier bei dem reingemacht. Die sind baugleich, ne? Finde ich zum Beispiel auch super. Wenn man die auch mal nicht gebraucht hat, kann man die auch trocknen und fürs nächste Mal benutzen. Und Vorteil ist von diesen Kartuschen, habe ich vergessen zu sagen, man hat keinen Druckverlust. Ne? Beim Zumisch haben wir immer so fast ein halbes Bar Druckverlust. Hat man bei denen nicht, das ist ein Vorteil. Ne? Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir mal, ob ein Unterschied ist. Alles klar? Und spürst du Unterschied oder? Mehr Seife oder? Kein Unterschied. Also ich sehe das nicht. Ein Stück weißer, oder? Ein Stück weißer, ne? Ja, doch. Wir wissen jetzt nicht, ob es täuscht, aber es scheint so, als würde jetzt, obwohl es eigentlich gleich sein sollte, jetzt mehr Seife rauskommen als am anderen. Oder? Kann man vielleicht im Video besser sehen jetzt als wir. Ich werde es mal nebeneinander legen. Okay, machen wir voll Weitwurf. Naja, und beim Waldbrand ist das natürlich top, ne? Das sind schon ein paar Meter. Wir hatten uns 6 Bar. Wie viele Liter haben wir jetzt? 230 Liter haben wir jetzt eigentlich, 235 Liter. Also von der Strahlqualität und so muss ich sagen, top. Sehr ordentlich. Okay, das waren die Kartuschen. Zufrieden? Wollte gar nicht mehr aufhören, ne? Jungs, danke euch, ne? Sehr gut. Okay, machen wir die nächsten. So, jetzt haben wir ja Lars und Maurice. Die werden uns mal zeigen, wie es geht mit Schnellschaum. Pistolen, das ist ja eigentlich ein Netzmittelpistole, wo hier ein 2 Liter Kanister drunter ist, ne? Wieder mit diesem Übungsschaum, deshalb ja noch ein bisschen andere Farbe, sieht man schon. Und wenn man hier auf der Seite guckt, sieht man, dass man hier die Zumischrate einstellen kann. Nicht zumischen, 0,5, 1%, 3%. 3% werden einige sagen, wow, das ist jetzt ja wie Schaum, aber nein, das ist kein richtiger Schaum, weil hier fehlt die Luftzumischung. Ne? Also, ihr werdet sehen, dass hier kein Schaum zustande kommt. Das wird mehr so ein Netzmittel, ne? Okay, fangen wir mal mit einem halben Prozent an, würde ich sagen. Okay, und dann würde ich sagen, Attacke. Das sind jetzt 6 Bar. Man muss aber bedenken, dass hier ein D-Anschluss ist. Dora, ne? Wir haben jetzt nur ein Übergangsstück gemacht, damit wir es ungefähr gleich haben. Das ist wirklich für einen Schnellangriff. Wassersparend und so, okay. Dreh mal hoch die Schaumrate. Das ist 1%. Das ist 1%. Drehen wir gleich mal auf 3. Was passiert dann? Ja, man sieht schon, das wird schon eine ganz schöne Suppe. Machen wir bitte hier rechts rüber. Ja, das ist schon eine ganz schöne Suppe jetzt. Ne? Und bei 3% ist das auch ein ganz schöner Verbrauch schon. Ne? Aber ein Top-Qualität. Ne, pass mal ein bisschen rüber. Wir noch mal, machen wir mal auf 7 Bar. Wir machen mal auf 7 Bar. Wie weit kommen wir? Ist das Vollstrahl? Geht noch mehr zu verstellen? So, das ist die maximale Wurfweite, sag ich mal. Aber man sieht schon, ihr habt die Zeit mal gesehen, komplett weggeschnorchelt, ne? Und jetzt merkt man schon, da ist nichts mehr drin. Oh.